Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Danke, Anführer, mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Die machen gerade alle einen komischen Tanz. Das da. Mann, das geht recht schnell. Ein Toilettenhäuschen. Das muss ich basteln. Ein zweiter Mission, ja. Ich habe den ersten noch nicht mal ausgetestet. Okay. Ah, das hier will ich auf jeden Fall haben. Farmer. Die Farmer können dir die Feldfrüchte für dich ernten. Das hätte ich sehr, sehr gern. So, Krone Fliese. Der verursachte Schaden erhöht sich mit jedem Kill, wird aber zurückgesetzt, wenn du getroffen wirst. Du erleidest doppelten Schaden. Flüche verursachten doppelten Schaden und kosten nur die Hälfte an Eifer. Aber Nahkampfwaffen und Lebensenergie werden halbiert. Ah, okay, es haben Vor- und Nachteile, die Dinger. Du hältst bei jeder Ziehung einer Tarotkarte ein krankes Herz, aber 100% der Gegenstände gehen verloren, wenn du stirbst. Alle Herzen werden durch 1,5 der Menge an blauen Herzen ersetzt. Ziehe 4 Tarotkarten zu Beginn jedes Durchlaufs, aber keine kann im Nachhinein gezogen werden. Am ehesten würde ich das hier nehmen. Das klingt für mich praktisch. Verwandlung. Ein lilanes Cape. Und wir können eine Doktrin verkünden. Jetzt haben wir Versorgung fertig. Erleuchtung durch die Disziplin oder das Ablegen aller Hemmungen. Das sind Eigenschaften. Alle Kultmitglieder halten die Eigenschaft Substanzen erlaubt. 20 glauben, wenn ein Ritual der Gehirnwäsche durchgeführt wird. Alle Kultmitglieder halten die Eigenschaft Prohibitionist. Einmal Temper erhöht Hingabeerzeugung um 10% gesteigert, aber minus 50% runter Chance, dass Anhänger durch das Ritual erkranken. Okay, bei dem Ritual können die Anhänger erkranken. Dann müsste ich sie sofort ins Bett schicken. Aber das Abistempo und Hingabeerzeugung wäre auf jeden Fall höher. Ganz ehrlich, ich habe kein Ritual der Gehirnwäsche und selbst wenn, weiß ich nicht, ob ich das einsetzen würde. Ich nehme mal das hier. Auch wenn sie dann krank werden, ich kann sie ja dann einfach ins Bett schicken. Die arbeiten dann wenigstens alle schneller. So, Versorgung haben wir fertig. Ich habe komplett die rechte Seite offenbar genommen. Links taugt nix. Und wir haben die Kette gesprengt. Jetzt können wir da hin. Da ist eine Raupe. Hallo, Raupi. Hallo, du hast so viele Mäuler zu schaffen. Du brauchst dich ja ein Pesam. Ein Kultanführer ist immer gut fürs Geschäft. So viele hungrige Anhänger mit Knorren und Mägen. Ich richte mich hier ein und wenn du Getreide brauchst, weißt du, wo du mich findest. Du hast doch nichts dagegen, oder? Nein, was kann ich denn bei dir kaufen? Ah, Kamelien und Bärensträucher. Na gut, habe ich gerade ehrlich gesagt sogar zu viel. Habe ich irgendwas davon, wenn ich jetzt nochmal ins Düsterholz gehe? Das interessiert mich gerade brennend. Hallo. Die Winde des Wandels wehen. Spürst du es nicht? Um uns herum knarrt und dreht sich die Welt. Früher verharrte sie unbeweglich. Unbewegte Jahrhunderte setzten Rost an. Unendliche Gefallen. Jetzt beginnen die Bewohner dieses Landes ihren Kampf um Macht von Neuem. Du wirst sie dieses Mal nicht so leicht loswerden. Die Gegner in Düsterholz sind stärker geworden. Okay. Eine Vampir-Axt. Okay. Gewährt die Chance, dem Träger mit der Lebenskraft eines getöteten Gegners zu heilen. Icho-Auswurf. Zum Ziehen gedrückt hat ein Projektil das schwarzes Icho-Versuch. Ah, das ist ein Zielzauber. Das ist wahrscheinlich eine Giftpfütze, die ich jetzt für die setzen kann.
ausprobieren. Ja, Giftpfütze. Finde ich jetzt nicht so mega geil. Aua, ich bin in die Falle gefallen. Krankes Herz. Okay, wenn ich kann, will ich auf jeden Fall Material ja holen. Pfütze ist mega praktisch. Vor allem auch, weil sie so lange hält. Hilfe. Was macht der da? Der beschwört Gegner, um Gottes Willen. Ein Gegner, der Gegner beschwört. Igitt. Und da ist natürlich direkt noch so einer. Sieht. Halbes Leben, danke. Eine Tarotkarte. Bessere Truhen. Kann die Dinger immer zerprügeln. Ich habe da immer nur ein paar Mal drauf gehauen. So ein bisschen Münzen. Da sind zwei Kronensymbole. Was machen die? Ich gehe hier lang. Da ist eine Schnecke. Und diese Raupe schon wieder. Kann ich die alle zum Heulen bringen? Ich habe alle zum Heulen. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Die knatschen immer noch. Das? Will ich da rein? Eisen. Wo komme ich hin? Nein, ich bekämpfe Leschi jetzt nochmal, oder wie? Oh, nee. Nochmal Leschi. Na gut, der war ja nicht so schlimm. Vor allem diese Pfütze mit mega praktisch bei ihm. Ah, du kannst ja nix. Okay, er ist schon Half-Life. Nein, danke.
So, die habe ich jetzt erstmal weggemacht. Natürlich erstmal wieder Kumpane holen. Komm, halt mich! Nicht Flashy. Uncool. Aus. Fast tot. Hat mich jetzt irgendwas gebracht, Flashy noch mal umzubringen? Das hat mir auf jeden Fall eine Menge Geld und eine Tierform beschert. Ich lasse den Rest jetzt mal liegen. Komme ich jetzt da raus, wo ich reingekommen bin? Oh, hallo. Hier hätten zwei nichts verkümmert, aber so ist es nicht immer gewesen. Wurde von den Bischöfen des alten Glaubens an diesen verfluchten Ort gebunden. Sie haben mich betrogen und für mich erwachen lassen. Jeder der vier Ketten, die mich fesselt, wird von einem der Bischöfe bewacht. Vernichte den Bischof und sprengst die Kette. Zerstöre alle vier und ich werde frei sein. Ich gab dir neues Lebensgefäß. Und jetzt musst du deine Schuld begleichen. Um die Bischöfe zu besiegen, musst du stärker werden. Opfere einen Anhänger, um mehr Kraft zu absorbieren. Das wird dir auf deiner Mission, mich zu befreien, helfen. Opfer des Fleisches. Opfere einen Anhänger, um stärker zu werden und neue Fähigkeiten und Waffen freizuschalten. Anhänger höherer Stufe sind bei Opferung wertvoller. Ich will sie nicht opfern. Okay, ich komme dann instant hier raus. Die Steinmine hat keine Steine mehr. Was mache ich dann? Ach, danach ist die einfach weg. Okay, dann baue ich mal eine neue Steinmine dahin, ne? So, eine neue Steinmine können wir da hinpacken. Brauche ich direkt mal zwei. Und dasselbe mache ich jetzt mit dem Holzplatz. Brauche ich auch noch einen weiteren. Machen die sich wenigstens nützlich. Großer Anführer, ich habe dir bereits alles gegeben, was ich besitze. Jetzt will ich dir auch mein Leben geben. Bitte opfer mich in deinem glorreichen Namen. Zanni will geopfert werden. Na gut, Zanni, wenn du das so dringend willst, dann wird der nächste, der ankommt, der neue Zanni. Komm, Zanni, wir bauen aber das hier neu eben. Okay. Oh, Nekromantenwaffen klingen auch ganz nett. Da werden die zu Geistern, die mir helfen. Sunny hat Glück, ich habe die Knochen nicht. Thank you.
So, ich kann wieder eine Doktrin verkünden. Nehme diesmal... Arbeiten. Was macht einen tugendhaften Anhänger aus? Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft gläubig. Sie erzeugen 15% schneller Hingabe. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft fleißig und das Arbeitstempo erhöht sich um 15%. Ich nehme das, das klingt mehr, besser als die Hingabe, weil die Hingabe führt sich so oder so, wenn ich auf Kotze gehe. Die Rechtsmeter. So, Sunny hat wie gesagt Glück, ich habe nicht genügend Knochen. Ich will mal reisen und gucken, ob ich jetzt Fische verkaufen kann, statt sie anzukaufen. Und generell, ich habe gerade viele Münzen, die ich ruhig ausgeben kann, oder? Wir könnten auch einmal um Geld spielen gehen. Ich hätte da tatsächlich gerade mal einmal kurz Lust auf dieses Würfelspiel. Lass uns einmal kurz das Würfelspiel machen. Da habe ich Lust drauf. Dann gehe ich noch einmal in den neuen Dungeon und dann machen wir eventuell auch schon Schluss für heute. Asta Galoi mit einem Einsatz von 10. Ich habe eine 6, die tue ich mal in die Mitte. So, die 2 kommt mal nach links. Okay, hab meine 2 nicht kaputt gemacht. Ich tue da mal die 3 hin. Ich mach hier meine 2 eben kurz auf Doppel. Seine 3 mache ich weg. Jetzt wäre eine 4 ganz toll. Schade. Eine 5. Die packe ich hier hin. Mir einen geben und ihn einen wegmachen? Nee, lohnt sich nicht. Gewonnen habe ich trotzdem. Plus 10, ja. Ich habe gerade Münzen gemacht. Komm, ich spiele nochmal. Das einmal kaufen. Schaden am Tag erhöht sich um 20%. Und das einmal kaufen. Dass ich ein Projektil abfeuere, wenn ich meine Waffe schwinge. Danke. Ich kann jetzt endlich mal wieder was bauen nach 10 Jahren. Oder auch nicht. Ah, für die Toilettenhäuschen brauche ich diese Raffinerie. Dann sollte ich die generell jetzt bauen. Die Raffinerie, die kommt mal hier oben an den Eingang. Fortgeschrittene Bauten benötigen geweihte Ressourcen. Geweihte Ressourcen setzen sich aus Basisressourcen zusammen. Schalte die Raffinerie frei und baue sie, um Ressourcen beihen zu können. Gibst du in der Raffinerie eine entsprechende Bestellung in Auftrag, kommt automatisch ein Anhänger, der deine Ressource weiht. Okay. Ich wollte da nicht rein. Ich will mitbauen. Ich will mitbauen. Danke. Ich muss noch den Mist aufsammeln, den sie hier irgendwo fabriziert haben. Macht mir mal diese Holzdinger. Bin ja gleich eh unterwegs. Such mal so lange die Häufchen, die ihr hinterlassen habt. Da ist schon mal 1 und 2.
Dani, ich hab das gesehen. Ah, die weihen sich nacheinander auf. Okay. Wartet. Ich weiß nicht, ob ich schon eine Predigt am Tag gehalten habe. Okay, habe ich. Ich skipp mal die Nacht. Obwohl, was bringen diese Glühwürmchen? Ah, die bringen Hingabe. Okay, dann ist das ja geklärt. Aufstehen, Leute. Ich will die Predigt halten, bevor ich in den Dungeon gehe. Einer arbeitet da oben. Einen Moment mal. Kai? Geholzfell. Ja. So, auf in die Dungeon. Doch noch nicht. Hab was vergessen. Ich wollte eine Predigt halten, bevor ich losgehe. Alter, viele Anhänger lohnen sich einfach. So, ich nehme mal den Eifer des Rechenschaffen, dann kann ich einmal Fluch mehr wirken. Obwohl die anderen Dinger wahrscheinlich auch wertvoll sind. Rituale lohnen sich gerade nicht. Soll ich mal extra zwei mehr? Und ziehe jetzt von dann. Wir können ja nur verhindern, dass die tot umfallen vor Hunger. Öffnet mein Tor! Habt ihr fein gemacht. Oh, was ist das denn? Todesstreich. Ein verheerender Nahkampfangriff, der durch Aufladen verstärkt werden kann. Hey, das ist eine Fluchfähigkeit. Den Kommandenschwert 4. Zerstöre einen Gegner, um einen Geist zu entfesseln. Der Gegner in der Nähe angreift. Okay, das lädt sich so auf. Ah, da gibt es auch so eine Linie, die man versuchen muss, perfekt zu treffen. Ich weiß, dass ich es gerade mega verschwindet habe. Ich wollte das nur mal ausprobieren. Wo bleiben meine Gegner? Da sind sie. Da ist ein Schneckchen. Ein Schneckenhaus. Wo bleiben meine Geister? Das für Kröten. Hüpfen die einfach nur? Das ist ja mega ungefährlich. Ich frage mich, ob man damit auch die Gegner treffen kann. Ah, da ist so ein Geist. Ah, und die greifen dann auch direkt irgendwen an. Ich dachte, das hat so einen Cooldown oder die müssen erst in die Rage kommen. In die Range kommen. Aua.
Gehe ich links oder rechts lang? Ich gehe rechts. Kommt, gib mir die Geister. Wahrscheinlich ist links der Laden hier mit den Karten. Bisher finde ich die Vampirwaffen aber immer noch am geilsten. Die Command, ja nett, dass es einen Gegner trifft, aber mich heilen finde ich viel nicer. Aua. Und mehrere von diesen Fröschen sind ja nervig. Ich hab dich nicht gesehen. Eine Tarotkarte! Feuer im Portier, wenn du deine Waffe schwingst. Die habe ich gerade eben gekauft. Es besteht eine 10% Chance, dass ich ein Portier immer schieße. Aus den Kerzen kommt bestimmt auch hinter was. Herz. Hey, ich habe den Ausgang gefunden. Alte Bonusressourcen, danke. Ich kriege alles, was ich gekauft habe. Da wird sie ganz wie ich nach rechts nochmal rennen. Genau hier war der Typ. Oh, mein allgemeiner Waffenschaden erhöht sich um 1,5. Ich nehme den Waffenschaden. Schnäckchen! Geilumatico Magnifico. So, ab ins nächste Gebiet. Da wären Anhänger und da ist Holz. Ich würde tatsächlich den Anhänger nehmen, weil dann kann ich Sunny instant zurückholen. Oh, der Arme. Bitte nimm unser Hopfen an und segne uns mit fruchtbaren Böden und ertragreichen Ernten. Halte die Hungersnot fern. Oh, wenn ich das perfekt mache, dann macht er in beide Richtungen. Ich habe das gerade nämlich einmal perfekt gemacht. Der Schwertschleich ist ja mega cool. Nehmen wir zuerst die Fernkämpfer. So cool, dass ich manchmal Geschoss habe. Kann ich die Geschosse zurückschlagen? Ich kann die Geschosse zurückschlagen. Lol. Easy. Und gerettet. Ich komme. Komme in meinen Kult. Und auf zum Boss. Oh, hier kann ich 14 Hingabe statt 7 stehlen. Ich habe die Statue einfach instant geschrottet. Der Schwertstreich ist so geil. Türkischer Dolch gewährt die Chance, angegriffene Gegner zu vergiften. Nehme ich auf jeden Fall lieber das Schwert. Weil Nekromant fand ich jetzt nicht so geil.
Ich dachte, er wäre krasser. Alter, dann kann man durchrasieren. Das kann die wirklich treffen. Hab ja gerade eben so gefragt, ob irgendwas eventuell die treffen könnte, wenn da was auf die drauf fällt. Und tatsächlich ja. Gehirnwäschepilzsporen. Eine beides abtrünnigen, ein türkisches Schwert oder ein Nekromantendolch? Er wäre stärker. Ja komm, ich nehme den stärkeren Dolch. Geht es auch nicht viel besser. Was richtig geil ist, ist auf jeden Fall diese 10% Chance, dass da ein Schuss kommt. Das ist richtig geil. Oh, hallo. Hallo, Hackett. Erbärmliche, unterwürfige, abscheuliche Marionette der Roten Krone. Du hast den Jüngsten von uns niedergestreckt. Wir sind die Bischöfe des alten Glaubens. Wir beschützen vor Ketzereien wie den deinen. Wir sind die Hüter des wahren Wortes und wir werden eine solche Blasphemie nicht dulden. Deine Sünden sind mannigfaltig und dafür müssen deine loyalen Anhänger leiden. Maxim, nein! Wo bin ich, Anführer? Hat er gerade Maxine das Essen aus dem Magen gezogen? Was für eine fiese Socke bist du denn? Fusion. Oh, der legt Eier. Da kommen Gegner raus. Okay, hier könnte das Nekromanten-Ding ganz praktisch sein, wenn ich die ab und zu töte. Die Hüpfangriffe sind gemein. Bin ich zweimal gegen diese Frösche gelaufen. Warum sind die Frösche mein Nemesis? Vor allen Dingen, warum kommen denn mal zwei raus? Der schießt. Nein, ich bin gestorben. Nein, und wegen dem Gieß verliere ich ja jetzt alles, ne? Oh. Ja, den Text kenne ich schon. Okay, das fließt, das wechsle ich eventuell aus. Weil alles zu verlieren, wenn ich verliere, vor allem gegen so einen Boss, das ist nicht so nice. Ich kann einen Sherpa noch hier dazu holen, aber ich wüsste jetzt nicht, wen ich als nächstes dazu hole. Den lasse ich mal so. Haben wir einen Wolf? Wir haben einen Igel. Das hier würde ich als Wolf interpretieren. Nee, das ist ein Waschbär.
Ja, was, ne, was näher dran ist, haben wir nicht. So, er ist ein Eiferer, er ignoriert die Predigten von Abweichlern, erhalte bei der Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. So, die Krone. Ich wechsle übrigens das Vlies wieder, weil Vlies des kranken Herzens hat zu negativen Effekt, wenn ich es verkacke. Werden große Anführer geliebt oder gefürchtet? Inspiriere einen Anhänger, um seine Loyalität drastisch zu steigern. Setz das Segnen. Schüchtere einen Anhänger ein, um seine Loyalität leichter zu erhöhen und um ihn auch 2 Tage lang 10% härter arbeiten zu lassen. Ersetzt das Segnen. Nee, ich nehme mal hier ausnahmsweise den linken Weg. Dass das Segnen generell besser ist. Ich will jetzt nicht, dass die mich hassen. Mir fehlen immer noch 5 Knochen. Das Toilettenhäuschen braucht diese Bachen. Okay. Generell brauche ich gerade Geld. Spenden wir was? Dieses ganze Chaos hat mich krank gemacht. Wenn ich mich nicht ausholen darf, werde ich mit Sicherheit sterben. Dann lieg dich schlafen. Spenden. Und das Toilettenhäuschen. Das wichtigste Häuschen von allen. Das kommt am besten direkt hier neben die Futterstation. Oder zumindest in die Nähe. Und das hier baue ich mir als nächstes, den Reinigungsposten. Der ist so dringend nötig. Und dazu auch mal hier weit mehr Felder. Ich glaube, offscreen gehe ich mal ein bisschen hier Geld farmen. Ach, ich muss einfach nur, Viereck drücken statt X. So, jetzt habe ich Geld. Das wird direkt abgelehnt. Ich lasse dich keinen Menschen essen. Er möchte Dekoration, das lässt sich einrichten. Auf jeden Fall erstmal noch ein weiteres davon. Wer das jetzt erbaut, ist mir egal. Warum fehlt jetzt hier der Glaube? So, Fluch des Okkultisten. Okkultisten, Entschuldigung. So, Rituale. Kann ich keins machen, außer dem hier, was mir nichts bringt. Obwohl, ich brauche den Glauben gerade. Ja, es sind Stein 10. Die sind gerade alle irgendwie mies gelaunt. Hier, ich kann die hier bauen. Die nehmen nur einen Platz weg. Eis kann man ruhig machen. Guck mal, sie nutzen das Klohaus.
Oh, die bauen alle da oben gerade. So, jetzt mache ich aber das, was ich die ganze Zeit vorhatte. Speichern und verlassen. So. Weil für heute sind wir dann jetzt mal durch. Ja, Leute. Das war doch ein interessanter Stream. War doch ganz spaßig. Ich hoffe, jeder hatte eine gute Zeit jetzt mit dem Video. Wenn ja, Abo auf YouTube da lassen, Follow auf Twitch. Wir sehen uns dann ab hier beim nächsten Mal wieder. Verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüssikowski.